mit Liebe zum Holz. Dieses Motto begleitet das Unternehmen Pirka Holzbau bereits seit mehreren Jahrzehnten. Verarbeitet werden in der Zimmerei und Tischlerei ausgesuchte heimische Hölzer und Edelhölzer. Diese werden nach individuellen Kundenwünschen verarbeitet. Der Betrieb eigentlich kommt von Großvater eigentlich. Zumindest ist er so. Der Großvater war Zimmerer, also sehr genau. Da haben wir noch Nägel ausgebogen. Dann ist der Vater, der hat zuerst also Tischlerei gelernt, dann ins Zimmerergewerbe übergewechselt und seit 68 ist dann der Betrieb gewachsen. Dann hat er das eigentlich 25 Jahre eigentlich den Betrieb geführt, ist aber durch den tragischen Unfall dann eigentlich im 60. Lebensjahr verstorben und ich bin dann eingeschmissen worden. Das heißt, wir haben nächstes Jahr 50-jähriges Betriebsjubiläum. Also wir haben uns eigentlich in der letzten Zeit gut gehalten. Es gibt eigentlich gar nichts, was man nicht anbindet. Alles, was, das heißt die Liebe zum Holz, das heißt einfach, du magst vom kleinsten Detail bis zum großen, bis zur Halle alles. Das heißt, wir haben uns schon gewisse Spezialitäten, wo es in der Planung, kreative Planung, Zubauten und auch im Altholzbereich. Also das heißt, einfach zum Haus was zubauen, das Klapphaus, das ist schon immer dort gewählt. Also das ist eigentlich das, was mir sehr am Herzen liegt, also als Handwerker. Die nächste Generation ist ja dann wieder so, dass das eigentlich in größeren Bereich ist, Hallenbau, größere Projekte, Wohnhäuser, Steiermark, Hof in Graz, die ganze Landwirtschaftskammer. Das heißt, das ist wieder die nächste Generation und das ist dann Ingenieurholzbau. Das sind eigentlich zwei Welten, der traditionelle Holzbau und den Ingenieurholzbau. Pirka Holzbau zählt zu den besten Zimmereien der Steiermark und ist seit 2013 auch empfohlener Meisterbetrieb. Also empfohlener Meisterbetrieb ist so, dass wir geschultes Personal, ein Top-Personal, die, was mit Kunden umgehen können, die, was auch handwerklich gut sind, ich als Chef alleinig werde es nicht schaffen. Also ein Lob an meine Mitarbeiter, die machen das genauso mit uns, wir sind ein Team. Damit du Kunden erhalten kannst, also man kann gar nicht so viel, sagen wir mal, Zeitungspropaganda machen, also nicht abwertend, aber es ist hauptsächlich Mundpropaganda, das heißt, du wirst weiterempfohlen. Und das ist das Schöne dran, wenn der eine Kunde zufrieden ist, der nächste Kunde zufrieden und wieder der nächste zufrieden ist, so pflanzt sich das fort und so entstehen auch die Aufträge.